Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Realms of Arcania Star Trail. Ja, wir haben sofort nach dem Lager ein neues Event bekommen und ich sehe nur das Wort Ork-Patrouille schon wieder und hab Angst. An Flucht ist nicht mehr zu denken. Na gut. Ja, und wie man sieht, uns geht's nicht sehr gut. Von daher, oh Gott. Es geht sofort auf in den Kampf. Keine Chance, irgendwie sich rauszureden, abzuhauen. Irgendwie sind hier nur noch Orks. Das ist, oh Gott. Oh Gott. Wie sollen wir das denn jetzt schaffen? Können wir wegrennen? Darf ich hier einfach aus dem Feld rausrennen? Oh Gott. Was ist denn das hier alles? Kampfhaltung ausgeglichen. Klick zum Ändern. Ausgeglichen? Ach, die ist schon wieder überfüllt. Das gibt's doch nicht. Warum ist die jetzt schon wieder überladen? Ach, das ist doch kacke. Das ist doch echt doof, dass die immer überladen ist. Das Feld ist auch wieder ein bisschen seltsam. Okay, wir können hier rum. Das Rote ist, glaube ich, doch nicht, dass man da niemals hin darf. Es ist halt einfach nur mit zwei Schritten nicht getan. In der letzten Folge dachte ich ja noch, man könnte bei dem Rot gar nicht mehr hin. Ja. Ich positioniere die Mage mal lieber in Sicherheit. Können wir was tun? Ah, tatsächlich. Ah, meine Lieblingsattacke. Yay, Iris ist wieder da. Du hast es so gewollt. Bam. Oh, ich liebe sie. Iris ist mein absoluter Lieblingsschar. Oh, nein, nein. Bleib schön weg. Das sind diesmal wenigstens nicht nur Bogenschützen. Weil ich nicht weiß, ob das besser ist. Aber was wollen die denn alle bei meiner Mage? Nein, haut ab. Aber das sind viel zu viele. Ich weiß echt nicht, ob wir das schaffen. Das ist eine ganz schöne Horde. Okay, wir haben immer noch Antaron dabei. Das ist so ein bisschen unser Joker. Wen haben wir jetzt hier? Askra. Okay, was machen wir denn? Den oder den zuerst? Kommen wir gar nicht ran. Verdammt. Und am liebsten würde ich erstmal zu dem blöden Ork da. Warte mal, ich positioniere die mal hier. Können wir irgendeine Attacke mit der, die... Nein, können wir nicht. Okay. Dann würde ich... Ah, geht nicht. Mist, so weit kommen wir nicht. Dann müssen wir hier hin. Ich will einfach nur irgendwas zwischen uns und unsere Mage bringen. Zwischen der Mage und dem Ork. So. Ja, gut. Hier brauchen wir auch gar nicht so nah ran mit Mirena. Oh Gott, die kann ja nicht laufen. Mist. Na gut. Dann so. Wir könnten auch einen Zauber sprechen. Bewegung. Was ist das? Beschleunigen? Nee, beschleunigen will ich den nicht. Ernsthaft? Fähigkeit verbessert werden. Gegner, die das Ziel angreifen, erleiden Abzüge auf Attacke und Parade. Warte mal. Wer wäre denn da gut für? Ja, Beherrschung, unseren einen nennen am besten. So, das wäre doch gar keine schlechte Idee, oder? Ich glaube, es ist ganz gut. Ah, verdammt. Daran habe ich nicht gedacht. Okay, es war nix. Ich habe Angst. Ich habe etwas Angst. Oh Mann, das war schon letztes Mal sofort mit dem Kampf reingestartet und jetzt starten wir schon wieder sofort mit dem Kampf. Wisst ihr noch, wie ich vor ein paar Folgen gemeckert habe, dass ich gerne mehr Kämpfe hätte? Ich glaube, das Spiel hat uns erhört. Ich glaube, das Spiel wollte eigentlich nett sein und dachte sich, ja, zu Recht. Eigentlich müssen wir echt mal ein paar mehr Kämpfe machen. Paradepanzer stand? Patzer, achso. Ja, das Spiel will einfach nur nett sein und jetzt bin ich schon wieder am Meckern. Erst meckere ich, dass ich mehr Kämpfe will und jetzt meckere ich, weil es mir zu viele sind. Es ist aber auch so ein typisches Ding. Ich würde gern fast das hier versuchen. Ja, ich glaube, das bringt uns in dem Fall gerade nicht so viel, oder? Warte mal, ich versuche mal das hier. Blitz dich, Find! Werde blind! Hat, glaube ich, funktioniert. Ne, die anderen funktionieren ja immer nicht. Wenn wir irgendwas mit Schaden versuchen, das geht ja immer nicht. So, die bringe ich ein bisschen in Sicherheit und dann kriegen keine Sichtlinie. Der hier auch nicht. Und der da? Das funktioniert. Perfekt. Hehehe. Nein, fertig. Niederhalle mit dir. Oh, perfekt. Iris, du bist die Beste. Die allerbeste. Buh, ihr seid scheiße Orks. Hat Antaron fast erwischt. Antaron steht heute gefährlich nah in der Ziellinie, Mensch. Der hat sich doch beim letzten Mal so rausgehalten. Aha, pariert. Boah, ich weiß gar nicht, wen ich hier zuerst angreifen soll bei den 100.000 Orks. Da haben wir unseren Kampf gegen die ganzen Massen an Orks, den ich haben wollte. Jetzt will ich ihn nicht mehr. Können wir irgendwas
anderes machen, irgendwas Tolles. Vielleicht das hier mal. Teilweise gelähmt? Ach komm. Balsilara. Ah, nicht funktioniert. Ich mag das, wie die ganzen Zauber ausspricht. Also, finde ich ganz toll. Beherrschung. Hier noch irgendwas? Hier über das Tierreich. Wird bestimmt helfen bei einem Ork, oder? Ist der ein Tier? Können wir das? Nein. Ach, schade. Wäre lustig gewesen. Okay. Dann. Warte mal. Probieren wir es hier mal. Plum, bum, barum und Narretei. Arm und Schwert sind schwer wie Blei. Das wird eine eklige Narbe, sollte ich das hier überleben. Ah, scheiße. Jetzt sind die alle auf sie. Na komm, das schaffen wir irgendwie, Astra. Boah. Ah, schön, dass er wenigstens auf denen losgegangen ist. Das ist gut. Ja, schon wieder im... Ja. Okay, 90% Trefferchance. Na komm, jetzt machen wir es lieber mal mit dem Bogen wieder. Das andere hat ja alles nichts gebracht. Wie sieht's hier aus? Na komm, probier mal. Fulminictus Donnerkeil. Triff und töte wie ein Pfeil. Ich mach glaube bei den Gegnern nur noch diese Weite. Oder ich lass am besten die Kamera einfach so und gehe gar nicht mehr nah ran, weil das nervt mich, wenn die immer so wegschwingt, die Kamera. Wir könnten auch mal hier was anderes uns angucken. Was haben wir denn hier nochmal? Magieresistenz wollen wir von denen nicht erhöhen. Moment. Was hatten wir hier? Erstarrt zu Stein. Achso, ja, aber es wird doch unverwundbar. Das könnten wir aber hier gut machen mit den ganzen 1000 Stück. Wir kommen noch nicht ran. Na gut, wir können ja erstmal. Wo war's denn jetzt? Ist es das jetzt? Paraly, Paralein, ja. Sei stark. Wenn ich falle. Schade. Begrabt mich mit meiner Ausrüstung. Du fällst nicht. Sowas will ich gar nicht hören. Stirb schneller, damit ich mich dem nächsten Feind zuwenden kann. Na schön. Na los. Oh, Mist. Irgendeiner muss jetzt hier langsam mal umfallen, Leute. So kann es nicht weitergehen. Gorm und Viraya sehen nicht mehr so gut aus. Ja, Mist. Na, Gorm ist hier ganz schön eingekesselt. Ich glaube, ich mach mal kurz was. Oh, wen habe ich jetzt angeklickt? Den hätte ich gerne. Mist. Können wir hier vielleicht mal irgendwie eine Heilung machen? Hier ist irgendwie nichts mit Heilung, verdammt. Dabei ist Mirena doch die Heilerin. Ich verstehe das gerade nicht, warum ich jetzt nicht heilen kann. Heilung. Das Ziel ist 3 Schritte entfernt. Die Reichweite beträgt aber nur 1 Schritt. Okay, jetzt wissen wir es. Na gut, dann. Jetzt aber. Perfekt. Vielleicht sollten wir das öfter machen. Wir sollten mehr so Stärkungszauber und so benutzen. Das machen wir jetzt. Verwandlung hat nichts gebracht. Wollen wir vielleicht was anderes ausprobieren? Der müsste doch... Hat Iris auch irgendwelche Stärkungszauber? Ich muss mal kurz gucken. Hier wäre auch Heilung. Beschwörung, Beherrschung. Was haben wir hier so noch? Na, auch nichts weiter. Wo ist ein Gorm? Gorm ist hier... Kommen wir wahrscheinlich nicht ran, oder? Wenn ich jetzt hier hingehe. Ist wahrscheinlich auch so nur auf einen Schritt Heal. Nehme ich jetzt mal an. Ja, geht nicht. Okay, denn nicht. Mist. Müssen wir andermal versuchen. Ich würde hier gerne mal ein bisschen rumheilen. Na gut. Dann... Ah, perfekt. Aber wir sollten nicht zu viel machen. Ignifaxius Flammenstrahl. Magisch Feuer. Schmelze Stahl. Okay. Oh, Nora hat nicht genug... Oh, oh Gott. Ja, hier hat niemand mehr genug Astralenergie, so wie ich das gerade sehe. Da müssen wir was anders machen. Oh Gott. Ja, dann wird das mit dem Heilen auch nichts mehr. Ich höre bereits Gulgaris. Wir haben noch nicht einen Gegner umgehauen. Noch nicht einen. Oh Gott. Oh, Antaron, nein. Ja, die hat jetzt auch nichts mehr. Also ich glaube, heilen wird hier nichts mehr mit der Iris. Oh Gott, ich glaube, wir sind total am Arsch. Dass uns hier auch gleich so eine Horde angreifen muss, einfach. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe bei dem Spiel noch nicht richtig raus, was hier eine gute Strategie ist zum Kämpfen. Also gar nicht.
Vielleicht haben wir auch einfach nur eine blöde Gruppe. Ich könnte natürlich auch sein, dass wir einfach nicht ausgeglichen genug sind, dass wir... Ich weiß auch nicht. Hier haut noch einiges nicht hin. Ich mach mal nur eins. Balsam Salabunde. Heile Wunde. Oh, ja gut, eins bringt nicht so viel. Aber die hat halt auch keine Punkte mehr. Mist. Also keine Astralenergie mehr. Schwierig, wenn alle so auf einem Haufen stehen. Ich weiß nicht, ist auch eine komische Strategie, alle gerade auf einen Haufen zu stellen. So gar nicht gut. Oh Gott, Viraya. Nein, Viraya. Oh Gott, was mache ich hier? Ich glaube, wir überleben den Kampf nicht. Klingt das jetzt etwas schwarzseherisch, wenn ich sage, wir schaffen das nicht? Oder klingt das eher realistisch an diesem Punkt? Ui. Oh, Viraya. Du siehst nicht gut aus, meine Gute. Ja, das Problem ist, wir brauchen halt gerade jeden. Wir können keinen abziehen. Oh, komm. Wow, wir haben echt mal einen jetzt umgehauen. Einen. Mehr auch nicht. Ich würde ja auch gerne die da hinten umhauen, aber die sind einfach so weit weg. Das war nix. Hat mittlerweile auch nichts mehr hier so richtig an Punkte. Können wir hier mal mit dem Stab draufkloppen? Ja, uns bleibt gerade echt nichts anderes übrig, als hier mit allem einmal draufzuhauen, was wir so haben. Ja. Ja, das sieht nicht gut aus. Ich komme mir gerade vor wie bei The Long Journey Home. Dabei haben wir eigentlich, wenn man sich das immer anguckt hier, Chance, Attacke 85%. Und ich wette, er schlägt daneben. Ich brauche einen Balsam. Er hat getroffen. Ja, wenn ich irgendwas hätte, was ich euch geben könnte, würde ich es gerne machen, aber irgendwie haben wir nichts. Tja. Wir hätten vielleicht irgendwo mal gucken sollen, ob man sich hätte Heiltränke kaufen können oder irgend sowas. Hiermit kann man so ja anscheinend nicht viel anfangen. Moment, Heilkundewunden, ja. Nee, ich glaube, die kann man so alle nicht benutzen. Oh oh, oh oh. Ja, war klar. Ich weiß gar nicht, was das Ganze noch bringen soll. Wir werden eh gleich... Ich sterbe. Ja, es tut mir leid. Oh Gott, ich kann das gar nicht hören. Die sagen das immer so traurig. So gequält. Ja, es wird auch nicht einer weniger. Also gut, ein ich einziger. Ich komme wieder als Nachtalb. Du bist doch gar nicht tot. Und nein, bitte such uns nicht in unseren Albträumen heim. Autsch. Au. Na gut, viele Schläge gehen tatsächlich immer noch daneben. Ihr steht alle ein bisschen doof. Ich komme da nirgendwo ran. Kann ich wenigstens den da abballern? Hat das was gebracht? Ich habe gerade nicht gesehen, dass da irgendwie eine Zahl stand. Wahrscheinlich könnten wir auch irgendwie wegrennen, aber das geht mir so gegen die Ehre, wegzurennen. Auf einen Balsam. Automatikmodus. Kämpfen die denn alleine? Vielleicht wäre das besser. Ich wäre es besser, wenn ihr einfach... Ich mag sowas eigentlich. Ich liebe es, wenn man so ein Feld hat, wo man seine Leute rumschicken kann. So ein bisschen wie bei Final Fantasy Tactics. Das habe ich immer total geliebt. Ich aber komme wieder als Nachtalb. Ich glaube, die Schars haben einfach nicht die Attacken, die ich eigentlich gerne hätte. Ich glaube, einfach meine Gruppe ist nicht so, dass ich damit gerne kämpfe. Es sind mir zu viele Nahkämpfer, muss ich ehrlich sagen. Und gerade bei dem Spiel habe ich irgendwie das Gefühl, so Mages ist gar nicht mal so gut, so viele zu haben. Es wäre vielleicht besser, nur einen einzigen Magier, Druide oder Waldelfe, einen davon zu haben und nicht alle drei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich ist das ziemlich gut aufgeteilt. Wir haben Nahkämpfer, wir haben Fernkämpfer. Gut, wir haben jetzt auch einen Fernkämpfer mehr durch den Streuner. Aber irgendwas haut nicht hin. Es passt irgendwie nicht zu meinem Spielstil, habe ich so das Gefühl. Oder es liegt wirklich einfach immer nur dran, dass die Attacken alle nicht treffen. Dass das einfach so ein Problem ist. Oh, guck mal. Antaron ist tot. Und ich glaube, der ist tatsächlich für immer tot, oder? Leblos stirbt. Ich glaube, den kriegen wir nicht wieder. Ja, wir können uns noch freuen, dass Antaron ja nicht wirklich einer unserer Gruppe ist, sondern nur so ein Mitreisender war. Aber ja, es macht es auch nicht wirklich besser.
Vor allem, glaube ich, ist Viraya auch bald weg. Au. Das wird hier einfach nichts mehr. Wir hätten irgendwo vielleicht auch Tränke und so kaufen müssen. Irgendwelche Heilsachen. Na gut, komm. Das müssen wir jetzt irgendwie zu Ende bringen. Ich glaube, komme wieder als Nachtall. Ich nehme an, wenn die alle sterben, was wahrscheinlich auch demnächst passieren wird, dann werden wir eh wieder zurückgesetzt. Ich komme wieder als Nachtall. Hoffe ich, wie bei dem Event letztens. Bei dem Ork-Camp-Event, da sind wir auch einfach wieder hingestellt worden. Ich hoffe mal, wenn hier alle umfallen, dann ist es da auch so. Also Final Fantasy Tactics habe ich besser hingekriegt. Da war ich um einiges... Das war um einiges leichter. Da hat man aber auch mal was getroffen. Ja, nein. Oh Mann, Viraya liegt auch schon am Boden, sehe ich gerade. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Dass die schon bewusstlos ist. Ich bin verwundet. Ja, ihr seid alle verwundet und am Arsch. Ich würde auch eigentlich gerne den Kampf beenden, weil das alles nichts mehr bringt. Ja, Gorm ist auch tot. Ja, wie komme ich denn hier mal langsam wieder raus? Keine Ahnung. Ich komme wieder als Nachtall. Ich glaube, wir müssen gerade wirklich einfach warten, bis alle tot sind, aber es dauert ganz schön. Ich brauche einen Balsam. Kann ich hier irgendwie einfach Angriff... Ich könnte einfach alles überspringen und so. Was passiert dann genau? Okay, die eine Person macht einfach nichts. Kann ich den Kampf irgendwie sofort beenden lassen? Bis Rundenende warten? Was macht das? Alle oder auch nur einer? Ich bin verwundet. Okay, auch nur einer. Was ist hier denn der Unterschied? Angriff über Springen und Rundenende? Hm. Ja. Okay, gucken wir uns doch einfach mal einen Automatikkampf an. Mal gucken, was die Charaktere jetzt so machen. Auch mal lustig. Nicht hier. Nicht an diesem Der nächste Ort. Tod? Na, los, beide euch mal ein bisschen. Ist mal ganz witzig zu sehen, eigentlich, was die jetzt so. Ja, was die so von sich aus tun würden, wenn man jetzt denen selber nichts befehlt. Aber gut, die haben auch nicht mehr viele Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Ich frage mich tatsächlich, wie gut die KI ist. Also, wie die da so. Ob die irgendwie. Oh, guck mal, der eine Ork rennt auf einmal weg. Ja, ich frage mich, ob die ja so intelligent sind, Heiler. Dass sie dann. Heiler! Ja, wir haben keinen Heiler. Also intelligent sind, dass die halt selber ja, sich auch ordentlich die Opfer aussuchen und so und irgendwie eine Stadt, weiß ich nicht, irgendeinen Plan haben, wo die genau hingehen. Na, hat sie da einen umgehauen? Ja, ist gerade ein bisschen gemein, aber was soll ich machen? Ich kann den Kampf halt leider nicht komplett vorspulen lassen, so wie ich das sehe. Kann halt nicht sagen, beende jetzt einfach den ganzen Kampf. Ich sterbe. Ja, es tut mir echt leid. Das tut mir tatsächlich wirklich leid. Ich bin verwundet. Nicht hier. So. Aber mich würde echt mal interessieren, was auch passiert, wenn jetzt alle sterben. Das wissen wir halt auch noch nicht. Das sehen wir jetzt halt mal, was denn passiert. Heide, also fürs Let's Play. Ich habe nun das Sagen. Ja. Ob das so schön ist, weiß ich nicht. So, wir waren unterlegen. Was passiert dann? Die sind noch da? Ernsthaft? Okay, die sind noch da und... Warte mal. Auf in Borons. Ja, die sitzt jetzt hier alleine. Okay, das ist blöd. Es sind zwei Leute tot und... Oh. Hä? Okay, warum sind wir dann wieder beim Camp? Das ist seltsam. Camp? Wo sind wir denn? Moment, ich lade jetzt einfach mal das Letzte. Ich weiß jetzt selber nicht genau, wo wir ankommen. Ja, jetzt haben wir mal gesehen, was passiert. Also man ist nicht einfach tot und wird zurückgesetzt, wie bei dem Camp, wo es ein Event war, dass man stirbt. Es sind dann tatsächlich einfach Charaktere tot. Ich habe keine Ahnung, ob man die irgendwo wiederbeleben kann. Ich weiß jetzt nicht, wo wir sind. Warte mal, wir sind noch verletzt. Also der erste Kampf hat hier anscheinend schon stattgefunden. Dann sollten wir vielleicht nicht mehr in die Richtung gehen, die wir gerade... Ah, guck mal, das ist nach dem reisenden Typen. Warte mal, können wir hier einfach auf der Mitte stehen bleiben? Nein. Mist, dann machen wir sofort wieder ein Lager? Das wollte ich jetzt aber nicht. Die laufen einfach weiter. Okay, da können wir jetzt nichts machen mitten auf dem Weg. Wenn wir jetzt wieder hier hinlaufen, kommt doch garantiert gleich wieder das gleiche Event. Kann ich zurückgehen? Warte mal.
Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir jetzt wieder dahin gehen. Ich mach mal um. Ach, wir sind schon da gewesen. Zurück. Ich kann nicht mehr. Ja, ich bin gerade verwundert. Waren wir jetzt schon da oder was ist gerade passiert? Ich will jetzt erstmal rasten. Aber haben wir gerade gerastet? Ich bin gerade verwirrt. Oh, Moment. Ja, da müssen wir uns irgendwie noch was anderes überlegen. Das war gerade nicht so, so schön, was da gerade passiert ist. Na, jetzt ist die überladen. Mist. Die Dinger können wir eh mal rübergeben. An den Druiden. Aber es wird nicht reichen. Nee. Na, die haben zu viel Proviant, die Leute. Warum haben die so viel Futter? Jetzt ist die überladen. Ach Mensch, ist hier noch irgendjemand ansatzweise nicht überladen? Nein. Immer noch nicht. Das Proviant wiegt zu viel, habe ich so das Gefühl. Okay, jetzt haben wir es erstmal. Oh, wir müssen echt irgendwo hin, wo wir Sachen verkaufen können. Das gibt's doch nicht. Das läuft hier nicht so sonderlich toll. So gar nicht. Wen habe ich da geschickt? Die hier. Jetzt haben wir schon wieder Proviant. Oh nein. Lass den blöden Proviant weg. Ich will kein Proviant. Ah. Ist hier nur ein Hin- und Her-Geschiebe. Ganz ehrlich. Nimm du da den Schrott. Hier, bitte. Auch wenn wir den vielleicht irgendwo verlieren unterwegs. Wir könnten... Nee, können wir nicht. Warte, doch. Wir können mit einer meditieren. Wir wollen jetzt meditieren. Hier. Nee, da war's nicht. So. So, hier haben wir ein bisschen aufgefüllt. Und jetzt geht einfach schlafen. So viel können wir nicht machen gerade. Die Nähte von Askras Schuhen sind soeben aufgeplatzt und die Sohle hat bereits Löcher. Es tut mir leid. So, wir gehen einfach mal wieder zurück, aber es hat da tatsächlich gar keinen Sinn. Das ist jetzt echt blöd. Es hat nicht wirklich Sinn gemacht gerade. Wir können nochmal nach Iramis zurück und versuchen, da zu handeln. Vielleicht ist das gerade so die beste Möglichkeit, die wir haben. Was Besseres fällt mir einfach nicht ein. Oh, ich will nicht noch mehr Proviant haben. Ich habe echt Angst, dass wir schon wieder Proviant einsammeln. Das möchte ich echt nicht mehr. Hier, du kannst ein bisschen meditieren. Na, nicht ganz so viel Leben wegziehen. So. Na, den Rest lasse ich lieber. Einmal vielleicht noch eine Kräutersuche. Bitteschön. So, von mir aus schlaft 8 Stunden. Ja, was machen wir jetzt? Eigentlich wollten wir hier hin. Ja, wir sehen ja, es macht halt keinen Sinn. Wie sah es denn da aus? Ich habe schon wieder vergessen, wie es in Iramis aussah. Aber ich glaube, ist gerade schwierig. Wir müssen halt Sachen verkaufen, weil wir voll sind. Wir können Sachen natürlich auch einfach wegschmeißen. Na gut, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Wir können auch einfach Sachen wegwerfen. Bei uns geht es halt auch nicht so gut. Wenn wir wieder so einen krassen Kampf haben, haben wir nichts, um uns zu heilen. Ich glaube, wir müssen uns auch einfach mal ein bisschen besser ausrüsten. Ich glaube, wir haben einfach die totale Noob-Ausrüstung und sind hier sonst wo unter den Orks unterwegs. Ich glaube, das ist einfach nicht so eine gute Idee mit dieser spärlichen... Ich meine, ihr seht es ja, die haben so gut wie nichts an. Das ist einfach die spärlichste, armseligste Ausrüstung, die man wahrscheinlich haben kann. Vielleicht sollten wir nochmal zurück und gucken, dass wir uns irgendwie ausrüsten. Hier geht ja nicht, da sind ja auch die Orks. Ja, komm. Wir gehen nochmal zurück, das bringt nichts. Wer weiß, was uns hier... Hier haben uns ja auch gerade diese Massen an Orks angegriffen. Wer weiß, was uns hier angreift, auf dem Weg. Das macht einfach keinen Lass Sinn. Lass mich einfach zurück. Ich kann nicht mehr. Ach, Mensch. Ja, danke für den Proviant mal wieder. Na komm, noch Platz. Na, auch nicht mehr. Ess doch mal was davon. Kann der noch was nehmen? Auch nicht so viel. So. Das ist ein bisschen viel. Meditieren nicht unbedingt. Okay, geht noch mit dem Ballast. Das ist so weit. Das ist natürlich blöd. Ja, generell, wenn man hier auf der ganzen Karte mal überall war, boah. Was das für Strecken sind. Wenn wir nicht gleich rasten? Ja, ist ja gut. Oh, nee. Ernsthaft Regen? Ja, wir machen einfach mal eine Kräutersuche ein paar Stundlein. Dankeschön. So sieht's
aus, immer noch so viel. Wir könnten jetzt so ruhig nochmal meditieren lassen. Ganz so viel brauchen wir gar nicht. Machen wir auch nochmal. Was war das gerade? Stand da gerade Dolchritual? Dolchritual, was macht das denn? Druiden können ihren Vulkanblasdolch während einer Rast mit permanentem Zauber versehen und haben pro Tag nur einen Versuch. Dafür wenden sie einmalig Astralenergie auf, die auch verbraucht wird, wenn der Versuch misslingen sollte. Weihe des Dolchs, die Ernte des Dolchs. Okay. Wollen wir das mal probieren mit dem Ritual? Ach komm. Mist. Okay, geht leider nicht. Na gut, dann nicht. Können wir auch noch mal kurz meditieren, nicht ganz so viel. So. Oh, scheiße. So viel Zeit vergangen, haben ein bisschen zu viel meditiert. Na, schaffen wir es diesmal? Zurück. Nein. Oh, was? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, warum die jetzt so... Warum die jetzt schon kaputt waren. Manchmal verstehe ich es nicht ganz, was jetzt schon wieder los war. Ein bisschen zu beladen. Die will ich eigentlich gleich abgeben, oder? Hier an Norad vielleicht. Es wiegt aber auch nicht viel. Na, oh, Mist. Ja, komm. Ist mir jetzt egal. Dann machen wir halt den voll. Also die beiden Nahkämpfer besser als... Obwohl, nee, besser ist auch nicht. Egal. Wie sollen wir denn jetzt so viel Zeit rumbringen? Das ist ja dämlich. So, dann suche halt 5 Stunden Folter. Bitteschön. Was machen wir noch? Schicken wir die hier auch noch. So, und schlafen. Hui. Jetzt bitte nicht gleich wieder eine Rast. Bitte nicht. Na, das schaffen wir nicht. Oder? Haben wir es geschafft? Und was ist für ein Tag? Ist Markttag? Oh Mann. Na komm. Ja, das Spiel bringt mich sehr oft zum... Ja, zum Verzweifeln, muss ich ehrlich sagen. Es macht sau Spaß, also ich mag das ja alles immer noch. Aber es bringt mich schon ein wenig zum Verzweifeln. Ich glaube, da muss man echt die alten Spiele gespielt haben, um mir so richtig durchzusteigen. Ich weiß nicht. Oder einfach noch ein bisschen länger, ja, selber spielen und alles ausprobieren. Na gut, bevor wir da reingehen, das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt sind wir schon wieder am Ende. Wir haben gar nicht so viel, wir schaffen immer kaum was in 30 Minuten bei dem Spiel. Man braucht hier für alles so viel Zeit, auch für die Wege. Was wir machen könnten, vielleicht setze ich einfach mal Cuts. Wir brauchen halt wirklich viel Zeit auf den ganzen Wegen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch lieb wäre, wenn ich diese ganzen, ja, Wege und die das ganze Rasten, ich meine, da machen wir immer dasselbe, Kräutersuche, Vorräte sammeln, wenn ich das einfach rausschneide. Ich glaube, das wäre ganz gut. Damit würden wir viel Zeit sparen, glaube ich, einfach mal. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr das wollt oder ob ihr dann den Spielfluss gestört findet. Ja, und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, auch wenn wir gestorben sind, wir haben es immerhin mal gesehen, dann lasst gerne ein Like da und ansonsten hoffentlich trotzdem noch bis zum nächsten Mal. Tschüss!